Unsere nächste Übung ist die tiefe Hocke. Hierfür geht ihr vor die Bank. Die Beine sind wieder über Hüftbreit geöffnet. Ihr haltet euch fest und geht weit nach unten in die tiefe Hocke. Wenn möglich, achtet ihr darauf, dass der Fuß komplett auf dem Boden aufsteht und der Rücken gerade ist. Nun hebt ihr im Wechsel die Arme nach oben an und sucht sie so weit wie möglich nach oben hochzuheben. Auch die Übung führt ihr wieder 10-mal zu jeder Seite aus. Und danke. Für die Rotation, also das Aufdrehen des Körpers, bringt ihr nun im Wechsel die Arme nach außen und folgt eurer Hand mit dem Blick. Achtet wieder darauf, dass ihr fest hocken bleibt und die Schultern schön unten bleiben.